Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft Classic. Ja, gleich mal die Beichte am Anfang. Vater, vergib mir, ich habe gesündigt. Und zwar, folgendes. Wir sind nach wie vor Level 34, das stimmt soweit. Allerdings sind wir Level 34, drei Viertel. Vom Balken ist voll. Ich habe offline wieder ein bisschen was gemacht. Wir waren ungefähr hier, glaube ich, beim Balken. Den Rest habe ich jetzt offline gemacht. Ich habe Gegner gehauen, habe mir dann Items geholt, beziehungsweise habe halt von den Gegnern Items bekommen, habe die Items verkauft. Wir haben 8 Gold, 8 im Moment. Ist sehr wenig eigentlich. Ich hatte um die 12 Gold, habe allerdings viel gekauft, muss ich auch zugeben. Unter anderem keine Ausrüstung, keine Panik. Allerdings eine neue Ausrüstungsgegenstand. Wir haben eine Halskette gefunden, beziehungsweise ich habe die Halskette gefunden. Aber ihr seid ja mit dabei, deswegen haben wir die Halskette gefunden. 4 Beweglichkeit, 4 zu Stärke, Glücksgriff auf jeden Fall. Halskette hatte man nämlich noch gar keine, deswegen habe ich die auch gleich angezogen. Sonst hat sich nichts geändert an meinem Charakter diesmal. Wir haben nach wie vor noch unsere schöne Waffe, die wollte ich euch auch noch zeigen, das machen wir auch noch. So, das andere ist, wir haben die grünen Hügel des Schlingendorntals. Ich habe fast alle Seiten, ich hoffe, ich habe sogar alle. Ich habe es im Auktionshaus gekauft, denn es ist folgendermaßen. Ich möchte es kurz erklären, wieso ich mir die gekauft habe und nicht gefarmt habe. Es ist so, dass die zwar im ganz Schlingendorntal droppen können, soweit ich weiß zumindest. Das Problem ist, ich brauche jede Seite ein einziges Mal für die Quest. Wir haben hier beispielsweise schon zweimal die Seite 21 gefunden. Es kann am Ende sein, dass ich 800 Mal die Seite 24 finde, aber niemals die Seite 4 finde beispielsweise. Deswegen bin ich ins Auktionshaus gegangen, haben mir die Dinger hier gekauft. Die sind sogar schweinebillig. Ich habe 5 Silber pro Seite bezahlt und ich hoffe, ich habe alle bekommen. Also es ist nicht so teuer. Ich kriege allerdings auch für Doppelte, kriegt man dementsprechend wenig Geld. Deswegen lohnt sich das nicht. Deswegen meine prinzipielle Empfehlung, wenn ihr diese Quest auch macht. Und es gibt einige, die spielen auch World of Warcraft, die meine Let's Plays gucken oder die wollen gerade damit anfangen. Habe ich auch jetzt auch schon öfters gehört. Kauft diese Seiten im Auktionshaus und macht euch nicht die Mühe, sammelt diese Seiten einzeln. Auf unserem Server hier oder auf meinem Server hier kostet das Ding 5 Cent. Das würde auf anderen Servern ungefähr genauso viel sein. Hier haben wir noch eine Quest abzugeben. Das ist die Raptoren-Quest. Die hatten wir in der letzten Folge, habe ich die schon gesagt, dass ich die gemacht hatte. Die geben wir auch ab. Also wir werden definitiv in der Folge auch Level 35. Wir werden dann mit Level 35 auch wieder Quests freigeschalten bekommen. Also, ich habe ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Unter anderem auch Erste Hilfe 180 geskillt, Bergbau 140 geskillt und Schmiedekunst 156 geskillt. Und wir können jetzt hier mittlerweile dann auch Gold verarbeiten bzw. Eisen verarbeiten. Das vielleicht mal als kleine Neuerung. Es gibt noch viel, viel Neuigkeiten zu erzählen. Unter anderem Diablo 2 Remastered. Darauf gehe ich dann auch gleich ein. Jetzt machen wir es erstmal so. Wir nehmen jetzt erstmal die Quest an, die grünen Hügel des Schlingendorntals. Wenn ich mir dabei nicht die Zunge breche. Heul doch nicht. Seid auf der Hut. So. Quest werden wir jetzt einmal annehmen. Die verschiedenen Kapitel müssen wir auch annehmen. Ich hoffe, ich habe alle. Wir schauen jetzt einfach mal. Kapitel 1 haben wir beispielsweise jetzt schon. Ich nehme nicht an, dass ihr es geschafft habt, die Seite 1 bis 4, 6 und 8 aufzuspüren. Und fehlen nur diese 4, um Kapitel 1 wieder zusammenzusetzen. Ich habe die Hoffnung. Doch, wir können das Kapitel dann lesen. Ihr interessiert euch garantiert auch für die Story. Deswegen, aber wir sollten... Wohl Questgegenstand einzigartig. Okay, wir gehen es mal schnell durch. Für euch. So, Seite 1, also YouTube anhalten, ihr kennt es mittlerweile, YouTube anhalten, durchlesen, ich klicke die Seiten dementsprechend durch. 1, dann haben wir 1, 4, das ist Seite 4, Seite 6 war doch hier irgendwo, genau, und Seite 8 war es jetzt, glaube ich, und Seite 8 dementsprechend. So, dann könnt ihr das Ganze einmal durchlesen. Wir geben die Quest mal ab, ich bin mal gespannt, ob wir das zusammengefasst bekommen. Ah, sehr schön. Okay, hier nochmal das Ganze. Seite 1, Seite 2, Seite 3 und Seite 4. Oh, und Seite 5. Und Seite 6. 7. What? Und 8. Okay. Es sind dann, also es fehlen ja nur ein paar einzelne Seiten für die Kapitel. Und das ist jetzt prinzipiell das ganze Kapitel. Wie gesagt, YouTube anhalten, durchlesen, weiter scrollen, anhalten, durchlesen, weiter scrollen. Ich werde das nicht alles vorlesen, das sind viele Kapitel. Das wäre jetzt, ich glaube, das wären 5 Folgen, die ich nur Text hier vorlesen dürfte. Mal abgesehen davon, dass ich die Schriftart hasse, wie die Pest, die sie hier verwenden. So, ja. Man sieht sie. So, okay, Kapitel 2 haben wir auch fertig, sehr schön. Auch bei Kapitel 2 das gleiche Spiel. Einmal YouTube anhalten, durchlesen bitte. Hier genauso. Das ist Fanservice. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Und hier auch. Und hier auch.
Bin froh, dass das in High Quality, also in HD hochladen, das Ganze. Dann kann man es, glaube ich, auch lesen, hoffe ich doch. Hallo? Kapitel 3 haben wir auch fertig. Sehr schön. Ich habe tatsächlich alle erwischt, so wie es aussieht. Kapitel Numero 3. So, wie gesagt, pausieren, durchlesen, pausieren, durch. Ich weiß, der ein oder andere wird nicht pausieren, wird nichts durchlesen. Es hat nichts mit der Hauptstory zu tun, aber es ist, glaube ich, ganz nett, was da drin steht. Ich habe es mal ganz kurz mal überflogen. Man kann sich das auch eher googeln unter anderem, aber na gut, wer googelt schon? Vor allem, wenn er dementsprechend das Let's Play hat. So, letztes Kapitel. Man sieht sich. Was kann ich für wir euch haben tatsächlich tun? Alle Seiten, habe ich gefunden, im Auktionshaus. So, sehr schön. Mit euch. So, letztes Kapitel. Auch hier wieder der ganze Spaß von vorne. Ich glaube, der eine... Wenn es einer durchgelesen hat, machen wir es doch mal so. Wenn sich einer die Mühe gemacht hat, das ganze Ding hier durchgelesen hat. Ich will keine Zusammenfassung von dem ganzen Text haben. Aber könnt ihr mal schreiben, ob ihr euch das wirklich durchgelesen habt in die Kommentare? Würde mich wirklich was interessieren. Was geht euch durch den Kopf? So, habt ihr die Kapitel bereits zusammengefügt, Guybrush? Nein, aber jetzt, oder? Ihr habt mir sicherlich einen Haufen Ärger erspart, Guybrush. Ich kann euch gar nicht genug danken. Es dürft nun nicht mehr... lange dauern, bis mein Meister Nessingway bis man Meister Nessingways Buch in Bibliotheken überall auf der Welt finden wird. Oh, Blatte. Interessant. Ihr bekommt Blatte, können wir ab Level 40 tragen. Wir sind Krieger, wir können Blatte tragen. Das heißt, wir kriegen Stiefel für Level 40. Okay, interessant auf jeden Fall. Und hier Heiträge ab Stufe 35. Gut, das haben wir gleich. Wir haben übrigens 775 Erfahrungspunkte für die Quest bekommen. Das ist ein Witz. Mögen eure Reisen sicher sein. Und immerhin 4700 hierfür. Haben wir... Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Nee, wir kriegen leider auch keine... Ich hätte gerne eine Ausgabe des Buches. Ganz ehrlich, das fehlt mir ein bisschen. Und wir haben schon mal Blattenstiefel, wenn wir Level 40 werden. Schön, euch zu sehen. Sehr schön. So, beherrschende Raptorenjagd. Ja, so bekommt man die ein oder andere Jagdtrophäe zusammen, die man sich zu Hause über den Kamin hängen kann. Das wäre ein... das war eine gute Jagd, Guybrush. Ja, also gegen so einen Raptor über meinem Kamin, wenn ich einen Kamin hätte, wenn ich einen Raptor hätte, ich würde mir einen hinhängen. Ich glaube, das mit dem Kamin lässt sich besser realisieren als der Raptor. Ich lehne mich da mal aus dem Fenster. Level up! Juhu! Beherrschen der Raptorenjagd schon wieder? Mal sehen, wie ihr mit dem nächsten Herausforderer, mit der nächsten Herausforderung fertig werdet. Dort draußen treibt sich eine sehr scheue Art von Raptoren herum. Wir nennen sie Dschungelpirscher. Sie sind sehr viel schwieriger aufzuspüren und zu erlegen als die anderen Arten, an denen ihr euch bisher versucht habt. Tötet 10 Dschungelpirscher, dann verrate ich euch, wie ihr zu einem noch besseren Jagderlebnis kommt. Bleibt sauber. So, Words, Level Up. 41 Trefferpunkte, 1 Talentpunkt, 2 zu Stärke, 1 Beweglichkeit, 1 Ausdauer haben wir dazu bekommen und 1 Talentpunkt logischerweise. Unsere Fähigkeiten sind auch wieder gestiegen. Sehr schön. Level 35. Das ging jetzt mal schnell von Level 34 auf 35. Ich glaube, ich werde es tatsächlich so beibehalten. Wir skillen jetzt erstmal in Vorahnung nach wie vor. Dann haben wir 10 plus Verteidigung, die wir drauf bekommen. Das hilft mir sowohl, wenn ich alleine unterwegs bin, als auch in Dungeons, nämlich die Skillung. So. Gut, Level 35. Das müsste jetzt tatsächlich... ja. Gehormelter Kristall. Das hat uns jetzt nämlich die nächsten Quests freigeschalten, die wir jetzt dann hier im Schlingdorntal erledigen können. Finde die Spukinsel, gefallen für Kratzer, geringer Blutsteinerz. Das müssen wir im Arati hochladen tatsächlich machen. Das werde ich offline machen, glaube ich, das Erz holen. Ich glaube, das ist sonst zu weit. Da bin ich wieder ewig unterwegs. Gehormelter Kristall, beschafft Gehormelter Kristall und bringt sie noch... okay. Die Geologen, die waren hier oben. Wir probieren es mal. Wir machen mal die Quest als nächstes. So, viel, viel zu erzählen in der Folge auf jeden Fall und viel, viel nachzuarbeiten. Wir haben unsere Taschen jetzt wieder leer, nachdem ich die grünen Hügel abgeben konnte. Wie gesagt, mir fehlt ein bisschen das Buch im Nachhinein, aber sonst alles schick soweit. So, wir haben eine neue Waffe. Ich würde gerne mal den Vergleich zeigen zwischen der neuen und der alten Waffe. Wir legen hier für den Tiger nochmal die alte Waffe an, unsere Zuchtmeisterachse. Ich möchte es nochmal zeigen. Das war in der letzten Folge, war es glaube ich nicht so relevant, das Ganze. So, hier 83 machen wir mit der Waffe normal Schaden. 86 mal zwischenrein. Ich mache mal Schlachthof bewusst nicht an. 179er Crit ist sogar dabei. Und ein heldenhafter Stoß mit 134 haben wir hier. So. Moment, den töten wir einmal so. Natürlich. Und wir verfehlen die ganze Zeit. Das liegt aber nicht unbedingt an der Waffe. Das liegt allgemein an meiner momentanen Verfassung, die wir hier haben. Ich hätte gern noch einen, dann kann ich es besser zeigen. Aber ich glaube, der Unterschied ist so groß, dass es egal ist tatsächlich. So, der Schaufler. Die neue Waffe.
Meine neue Lieblingswaffe übrigens auch. Auch das Design ist mega cool. Schade, Transmogrifikation, wie es ja original heißt. Ich wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass ich es richtig sagen soll. Gibt es ja leider in Classic nicht. Ist aber auch nicht schade, unbedingt. So. 159er normaler Angriff. 143er normaler Angriff. Guck mal, was ein heldenhafter Stoß kann. Heldenhafter Stoß. 198. Also da merkt man jetzt dann schon dementsprechend die Unterschiede. Es ist tatsächlich sehr, sehr waffenabhängig, das Ganze. Wie viel Schaden wir mit dem Krieger machen, auch sehr, sehr itemabhängig. Je besser die Items, desto besser machen wir eben Schaden. Das ist jetzt beispielsweise beim Magier. Ich habe einen Magier als Twink mittlerweile ja. Sollte bekannt sein. Da ist es tatsächlich so. Ach, guck mal, ein Eisenvorkommen. Da ist es tatsächlich so, dass es nicht so abhängig ist, was für Items man hat. Klar, man macht ein bisschen mehr Schaden. Aber es ist jetzt völlig pups egal, ob ich eine Waffe mit Stufe 20 habe oder eine Waffe mit Stufe 40 habe. Die macht prinzipiell, mache ich damit gleich viel Schaden, weil ich hauptsächlich Zauber benutze. Und die Zauber eigentlich nur über Intelligenz skalieren. Beim Magier zumindest jetzt. Beim Krieger ist es tatsächlich halt der Grundschaden der Waffe selbst, wie viel Schaden ich überhaupt machen kann. So, das Eisenerz nehmen wir logischerweise mit. Hierhin müsste die Ventura Co-Company, soweit ich weiß, sein. Sollte jetzt mit Level 35 eigentlich auch machbar sein. Die sollten jetzt mittlerweile gelb sein und nicht mehr braun, hoffe ich. Damit wir die Quest auch erledigen können. Sonst wird es jetzt ein bisschen schwierig. Da habe ich nämlich, glaube ich, fast nichts zu zeigen in der Folge. Ich werde es jetzt auch erstmal so beibehalten, damit wir tatsächlich mal... Ja, Level 34, 35, wenn mal Level 36 dabei ist, ist es halt so. Aber das müssten die richtigen sein. Ich glaube... Boah, Level 35, Level 34. Okay, wir machen erstmal den hier. Okay, mit 2 sich anzulegen ist immer ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Vor allem... Okay, 420er Crit mit der neuen Waffe übrigens. 375er Crit, okay, so läuft's. Ich habe nichts gesagt. Hallo, was ist denn los? Wieso treffe ich den nur kritisch? Ich meine, es freut mich, weil ich so dementsprechend es schaffe, die beiden zu besiegen, ohne dass ich was nehmen muss. 310 Crit, was ist denn los? Ist heute Crit-Tag oder sowas? Habe ich das verpasst? Das ist ja mega. Flochtende Weste, sehr schön. Können wir alles verkaufen, alles zu Gold machen. Die grüne Hügel des Schlingendornharz. Jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Sehr, sehr cool. So, während wir hier versuchen, die Kristalle zu bekommen, die müsste ich tatsächlich von den Minenarbeiter... Wobei, das sind Minenarbeiter. Da stehen 3. Ich glaube, wir gehen doch in das Lager der Ventura Co. Company. Oder Ventura Co. Ich sage immer Ventura. Liegt an dem Film. Die ganz, ganz alten Zuschauer von mir wissen, was gemeint ist. Ventura Co. Company, ich glaube, wir gehen tatsächlich ins Gebiet von denen. Da komme ich auf jeden Fall besser klar. Und ich glaube, da finde ich auch eher die, die ich brauche tatsächlich. Ja, Silber geben die hier nur. Mist, das Problem ist, das ist hier, das Lager. Haben wir hier sonst noch was zu erledigen? Trolle, Tigerjagd, dazu brauchen wir eigentlich eine Gruppe. Sindal. Der Stein der Gezeiten, die Spukinsel. Ah ne, Moment, das war hier tatsächlich. Wir gehen zur Spukinsel. Wir probieren es mal. Okay, währenddessen. Ich kann die Zeit ohne Probleme diesmal überbrücken. Es ist folgendes. Wenn die Folge rauskommt, ist die BlizzCon bereits rum, nehme ich an. Die BlizzCon ist in 2 Wochen. Also ich nehme das Ganze 2 Wochen vor der BlizzCon auf. Es sind mittlerweile jetzt die ersten Dinger durchgesickert, was bei der BlizzCon angekündigt werden soll. Das Ganze hier ist nicht offiziell bzw. nicht bestätigt worden von Blizzard. Allerdings relativ sicher, dass es tatsächlich so ist. Es gibt Diablo 2 oder soll Diablo 2 Remastered angekündigt werden. Das heißt, ein Diablo 2 HD Remake mit neuen Inhalten... Und Erweiterung, beziehungsweise nicht Erweiterung, aber ein bisschen aufgepeppt das Ganze. Und auch tatsächlich auch mit bisschen neuen Inhalten. Ist das der Fall, bin ich der Erste, der das hier spielt. Und zwar bis zum geht nicht mehr. Und nicht nur einmal, sondern wahrscheinlich 1-2 Jahre durchgehen. Ich bin ein abartiger Diablo 2-Fan. Diablo 2 war das geilste Diablo, was es jemals gab, mit Abstand. Wer was anderes behauptet, hat nie Diablo 2 richtig gespielt. Das kann ich verraten. Diablo 3 war ein Billigabklatsch, der nicht funktioniert hat leider. Ich habe es zwar auch gespielt, es ist ein nettes Spiel, es ist gut. Aber es kommt bei weitem nicht an Diablo 2 an. Allein an die Düsternis von Diablo 2, allein an die Story von Diablo 2, allein an das Design, die Items und alles andere an Diablo 2. Diablo 2 ist mein absolutes Lieblingsgame.
werden wir definitiv bringen, wenn die Version rauskommt. Die Frage ist halt, wann das Ganze rauskommt. Vor 2020 auf keinen Fall. Würde mich zumindest extremst wundern. Oh. Was? Ernsthaft? Ah ne, er geht weiter. Weil mit Level 33 gegen den Level 38 Elite-Krokodil will Spaß. Also, das ist unter anderem eine Ankündigung. Des Weiteren gab's noch... Boah, was gab's denn noch? Diablo 2 Remastered. Ah ja, Diablo 4 wurde auch angekündigt. Unabhängig von Diablo 2 Remastered, so wie es aussieht. Das müsste hier irgendwo eine Plattform sein, dieser Stein. Oder war das nicht im Wasser sogar? Wir müssen mal gucken. Guck mal, wir können uns eigentlich mit ihm hier zusammentun. Die Spukinsel finden. Finde die Spukinsel für Barone in Boogie Bay. Ach, das war's schon? Wir müssen jetzt zuerst zurück nach Boogie Bay. Ernsthaft? Hier übrigens fängt das Ganze mit den Hydraxianern auch an. Von einem geschmolzenen Kern, soweit ich weiß. Okay, Spukinsel haben wir abgehakt. Das war jetzt ein bisschen zu einfach, ehrlich gesagt. Okay, dann haben wir eigentlich nur noch die feine gerommelter Kristall. Ich weiß, dass sie definitiv hier im Lager spawnen. Das Problem ist, wir müssen jetzt erstmal zum Lager kommen. Das ist ein bisschen nervig gerade. Aber okay, dann ist mal diesmal viel Gelaber, allerdings auch das Level-Up. Ich bin ganz ehrlich gesagt wirklich sehr, sehr froh, dass ich ein bisschen vorgearbeitet habe diesmal. Die Kriegerquests werden wir demnächst auch erledigen. Die Kriegerquests werde ich nicht offline machen, auf keinen Fall. Genauso wie andere Quests, die ihr hier seht, werde ich nicht offline machen, sondern werde ich mit euch gemeinsam machen, logischerweise. Ich töte wirklich tatsächlich, um vorwärts zu kommen, nur Gegner, sammle die Items ein und verkaufe die Items. Mehr mache ich da nicht. So, zurück zu Diablo 4. Diablo 4 wird auch kommen. Werde ich definitiv auch spielen. Wird man wahrscheinlich auch als Let's Play auf meinem Kanal auf jeden Fall sehen. Allerdings, ganz ehrlich, es fixt mich nicht so sehr wie Diablo 2 Remastered. Mit Abstand nicht. Ich bin mal gespannt, was draus wird. Oh, ja, okay. Level 40 gegen Level 38 Elite, das funktioniert. Vor allem als Priester, da kann man sich schön hochheilen. Aber, ja, Diablo 2 Remastered. Ich freue mich drauf. Wenn ich irgendwelche neuen Infos dazu habe, auch wenn die BlizzCon dementsprechend ist und ich aufnehme und ich Informationen von der BlizzCon habe, ich habe ein Blizzard, also ein virtuelles Ticket für die BlizzCon, ich kriege das alles mit. Ich bin auf dem neuesten Stand dementsprechend, werde ich das Ganze hier auch dementsprechend erzählen. Also ihr werdet auch darüber bei mir logischerweise auf den Laufenden gehalten, wenn sich da irgendwas in Richtung Diablo was tut oder eben in Richtung World of Warcraft. Es gibt auch ein Overwatch Teil 2, allerdings Overwatch, ich habe es zwar, ich habe sogar die Collector's Edition, weil ich einfach Blizzard-Sammelfan bin. Aber ich habe es nie wirklich gespielt und ich werde 2er höchstwahrscheinlich auch nicht spielen. Wenn es so Collector's Edition gibt mit einer Statue, werde ich die haben. Aber nur, dass ich die Box und die Statue habe, weil ich das eben sammle. Das ist reiner Sammeltrieb von mir. Aber sonst, Overwatch ist nicht so mein Fall einfach. Vielleicht das auch mal als kleiner Ausflug in die Welten. So, wir können einmal gucken. Und zwar, es gibt hier ein Plateau, wo dieser Tiger drauf sein... Ich glaube, da sogar. Da oben ist ein... Ich weiß nicht, ob es der richtige ist, aber wir sollen hier dieses Sindala, hieß es, glaube ich, oder? Sindal. Sindal sollen wir töten. Es gibt die Tiger, also diese Elite-Tiger oder die speziell schweren Tiger, befinden sich normalerweise... Ach, guck mal hier. Sindal, Level 37. Können wir töten. Tatsächlich hier oben auf dem Berg. Es gibt, glaube ich, es gibt noch einen Panda und es gibt noch einen weißen Tiger. Die befinden sich alle irgendwie auf so komischen Hügeln. So. Sindal können wir noch mitnehmen, ohne Probleme. Non-Elite, Level 37, was soll passieren? Gut, langt tatsächlich ordentlich zu. Oh, das ist schlecht. Aber okay, kriegen wir ohne Probleme hin. Ah ja, Schlachthof sollte ich logischerweise auch benutzen. Übrigens, vielen herzlichen Dank an den guten Simon, wenn er die Folge sieht. Sei gegrüßt. Der hat mir Heiltränke gemacht. Deswegen habe ich auch mittlerweile wieder ein paar Heiltränke. Ich habe sogar welche auf die Pank gepackt, weil es zu viele waren. Aber vielen herzlichen Dank auf jeden Fall, Simon. So, 207. Ja, die Tatze haben wir. Das Tigerfleisch nehmen wir auch gerne mit. Dann sind wir tatsächlich heute mal sehr, sehr produktiv sogar. Die zwei Quests haben wir. Machen wir noch die Kristallquest. Wir haben allerdings schon 19 Minuten wieder rum. Nee, Kristalle schaffen wir nicht. Kristalle machen wir dann in der nächsten Folge. Wir sind ja auf jeden Fall noch ein kleines bisschen beschäftigt. Wir geben die Quests aber jetzt auf jeden Fall noch ab, die wir haben. Und ich würde mich auch nach Booty Bay teleportieren und dann da noch die Quests abgeben, die wir haben. Das müsste jetzt abgebbar sein, die Stein der Gezeiten-Quest. Na komm, egal. Der wird mir nicht ewig hinterherrennen, hoffe ich.
Ja, sonst gibt es, glaube ich, erstmal nichts weiter anzukündigen. Ich würde es tatsächlich, wenn ihr jetzt nichts anderes in die Kommentare schreibt, würde ich ab und zu mal die Vorarbeit leisten, dass ich mich ein Dreiviertel-Level ungefähr vorarbeite und wir dann schneller vorwärts kommen. Ich möchte tatsächlich relativ zeitnah Level 60 werden, damit wir mal einen Raid machen können. Ich möchte vor allem die Items haben, ich möchte den Anschluss nicht verpassen. Ich weiß, ich hätte noch mehr als genug Zeit, ein, zwei Monate, definitiv, um Level 60 zu werden. Ich möchte aber trotzdem ein bisschen Gas ansetzen hier. So, äußerst beeindruckend, das muss ich schon sagen. Ihr seid wahrlich ein Meisterjäger, Guybrush. Herzlichen Dank. Dafür kriege ich ein paar billige Lederhandschuhe. Ich nehme das mit Dank zurück. War's nicht. Grüße. Na toll, 21 Silber. Die bringen ja nicht mal Geld. Guck mal, ich krieg hier für die graue Weste kriege ich 14 Silber. So beschiss. Mögen eure beschiss Reisen ist das. Sicher sein. Würd's nochmal tun. So, wir porten uns jetzt nach Booty Bay. Da liegt mein Ruhestein. Wir geben dann noch die andere Quest ab. Und dann schauen wir mal, was ich offline zustande bringe. Es ist tatsächlich so, ich habe mich abends hingesetzt vor den Fernseher, habe mir eine Serie reingehauen. Momentan schaue ich Supernatural, für den es interessiert. Surface, World of Warcraft drauf, vor den Fernseher hingesetzt, ins Trolllager rein, Trolle hauen, Taste 2 ab und zu mal drücken, dass die Trolle umfallen, Level 30er und so macht man letztendlich auch ein Level über. Gut, es dauert, ich habe gebraucht, ich glaube 1,5 bis 2 Stunden hat das gedauert, bis ich das Level dann dementsprechend zu weit hatte, aber gut, ob ich jetzt vor dem Fernseher sitze und ab und zu mal die Taste 2 drücke oder nicht, ist dann relativ egal. So kann man das Ganze übrigens auch dann dementsprechend lösen. Es geht anders, es geht eleganter, aber für mich funktioniert's. So, der steinige Zeiten, also waren die Geschichten wirklich wahr. Unglaublich. Allerdings werden wir uns einen Weg überlegen müssen, wie wir den Fluch des Steins der Gezeiten besiegen können. Sollten wir ihn bergen können. Der Fluch ist zwar für Magiebewanderte, also muss einer dieser Hexer uns behilflich sein. 40 Silber. Übrigens, wir kriegen hier Ruf für Booty Bay, 110 Ruf verbessert. Die blutzähligen Pokaniere, die sich vor Booty Bay befinden, minus 500 Ruf. Man kann, ich möchte es nur mal erwähnt haben, man kann die blutzähligen Pokaniere auf ehrfürchtig bringen. Dann darf man nicht in Booty Bay questen und in nicht das Ganze, also es gibt, boah, das würde jetzt, glaube ich, auch nochmal 10 Minuten dauern, bis ich das erkläre. Das Steam Beetle Kartell, also das Dampfdruck Kartell, in diesen Gegnern darf man da nicht questen, wenn man bei den Blutzähl-Pokanieren ehrfürchtig werden möchte. Man bekommt einen Admiralshut bei denen, das war es allerdings großartig. Kein Reittier, nichts anderes. Ich werde es, wenn ihr wollt, nochmal ausführlich erklären, wie das alles zusammenhängt und wie man ehrfürchtig werden kann. Es gab mal einen Erfolg, das hieß der Wahnsinnige, dazu musste man da ehrfürchtig werden und bei den anderen dann wieder auch ehrfürchtig werden, das funktioniert auch. Ist allerdings eine extrem langwierige Geschichte und werden wir definitiv nicht machen. Ich habe es damals probiert, ich habe nach der Hälfte aufgegeben, weil es ist eine... Es ist was, dafür muss man arbeitslos sein, ich sag's wie es ist. Dafür braucht man 24 Stunden am Tag Zeit und ein Jahr lang. Dann kriegt man's hin. Also sonst, ohne fremde Hilfe, sonst wird's nichts. So, die Wasserelementale wurden ohne Zweifel von Gatsban, den Goblin-Hexer, beschworen, von dem man behauptet, er habe den Stein der Gezeiten entdeckt. Wie ihr vielleicht wisst, verflucht der Stein der Gezeiten seinen Träger, sodass er ständig zwischen Sein und Nichtsein wandelt. Ja, alter Hut für mich. Vielleicht können wir einen Weg finden, dem Fluch entgegenzuwirken. Ein Magier von Dalaran kann die magischen Überreste einer der Armschienen des Wasserelementars für uns analysieren. Er müsste wieder zurück zur Insel und einige Exemplare davon herbringen. Okay, Wasserelementare töten können wir machen, haben unser Level, haben wir ja gesehen. Werden wir auch erledigen. Das war es jetzt dann erstmal für die Folge, bevor die Folge jetzt wieder ewig lang geht. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Mal einen Kommentar da lassen auf jeden Fall. Wer sich das Zeug durchgelesen hat, mal einen Kommentar da lassen. Wenn euch das gefällt, dass ich ein bisschen Vorarbeit leiste. Wenn ihr völlig dagegen seid, auch dazu gerne einen Kommentar da lassen. Dann werde ich es lassen. Allerdings bin ich in der Vorproduktion. Es wird ein bisschen dauern, bis ich das weglasse. Einfach mal Kommentare schreiben. Das hilft mir auch, ein bisschen bekannter zu werden. Je mehr Kommentare, desto mehr Leute sehen auch meine Videos. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, gefällt mir. Nicht abonniert oder noch nicht abonniert, dann gerne abonnieren. Glocke an, dann verpasst ihr keinen Livestream, keine Folge mehr. Macht's gut!